Herzlich willkommen in der Akibalein. Heute geht es um Highscore Girl in unserem kleinen Adventskalender hier. Wir haben hier so ein bisschen so einen anderen Stil, würde ich sagen. Aber bevor es jetzt richtig losgeht mit der kleinen Rezension, geht es weiter mit der weihnachtlichen Akibalein-Geschichte. In ihrem Wohnzimmer unterhalten sich ihre Freundin, ihr Nachbar und der Schornsteinfeger so laut, dass Akibalein sich nicht konzentrieren kann. Sie wechselt ins Schlafzimmer. Dort liegt ihr Freund und schaut gelangweilt fern. Ah, gut, dass du da bist. Kannst du mir aus Highscore Girl vorlesen? Fragt er sie liebevoll. Es macht ja keinen Unterschied, mit welchem Manga ich beginne, überlegt sie und fängt an vorzulesen. Ja, hier könnte ich mir auch echt gut vorstellen, dass ich das meinem Freund vorlese, weil der ist auch so ein richtiger Retro-Fan. Wir stehen beide auch auf Arcade-Spiele und genau darum geht's in diesem Manga. Also wir haben jetzt zwei Grundschüler, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten, denn sie kommt aus einem sehr, sehr guten Elternhaus, ist fleißig in der Schule und so und er bringt eigentlich nur Sechsen mit nach Hause. Andererseits haben sie halt auch eine gleiche Leidenschaft und das ist eben das Zocken in so Arcade-Hallen. Und Arcade-Hallen gibt es ja schon ein bisschen länger und ich glaube, hier spielt das Ganze so in den 90ern. Das heißt, Street Fighter 2 ist da gerade der heißeste Scheiß und Street Fighter 1 ist dann schon das, wo man sagt, das ist mir schon fast zu alt. Teilweise werden diese ganzen Spiele, wovon echt mega viele benannt werden, auch relativ detailliert beschrieben. Das hat mich teilweise schon so ein bisschen gelangweilt, aber ich glaube, Alex, dir hat das, glaube ich, ganz gut gefallen. Mhm. Also es ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, wenn man hier so ein bisschen Begeisterung für verschiedene Retro-Spiele mitbringen würde. Und neben dieser ganzen Arcade-Thematik entwickelt sich da auch so eine kleine Slice-of-Life-Liebesgeschichte, würde ich sagen. Ich glaube, die sind noch ein bisschen jung, die beiden, aber trotzdem merkt man, dass sie doch, weil sie eben das gleiche Interesse haben, irgendwie auch Spaß zusammen haben können. Es fängt also an, dass er eigentlich am Anfang sehr eifersüchtig auf sie ist, weil sie halt ziemlich gut ist im Zocken und ihn da auch von den besten Listen schlägt. Und das macht ihn erstmal wütend und eigentlich findet er die auf den ersten 100 Seiten gefühlt richtig blöd und hat eigentlich nur Neid und Eifersucht. Aber irgendwann geht das halt auch hinüber, dass die zusammenspielen, dass sie zum Beispiel ihm krank die Hausaufgaben nach Hause bringt und dann seine Konsole benutzen kann, weil ihre Eltern das wohl gar nicht so gut finden, wenn sie ja solche Spiele spielt. Einmal machen die dann so einen Ausflug, da gehen die dann in einen alten Arcade, der ein bisschen weiter weg ist und da sollen die Spiele nur 10 Yen kosten. Eigentlich kosten die so 50 Yen, was ja ungefähr so, weiß ich nicht, also 40 Cent sind pro Spiel. Mittlerweile, ist ja schon ein bisschen älter, kosten Spiele in der Regel so 100 bis 200 Yen, aber das nur am Rande. Und das Ganze ist dann auch so ein kleines bisschen mysteriös, weil sie gehen dann eben in diesen komischen Arcade. Das Ganze kriegt dann auf jeden Fall so eine kleine mysteriöse Komponente, aber ich glaube, darum geht es eigentlich nicht hauptsächlich in diesem Manga. Also es ist halt wirklich ein Slice of Life. Ich glaube, das soll einfach nur eine schöne gemeinsame Erinnerung dann für die beiden sein. Ganz am Ende ist das halt auch wirklich traurig, dieser Manga, denn die Wege trennen sich von den beiden und man merkt, vielleicht war da doch ein bisschen mehr als nur Neid und Hass aufeinander. Und hier sieht man einfach, wie das Ganze so zusammenschweißen kann, wenn man so eine gleiche Leidenschaft hat. Das fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Also entweder hole ich mir da andere Bände oder ich steige um auf Netflix. Da gibt es nämlich den Anime, also als Serie dazu. Ich finde hier auf jeden Fall von Manga Kult wieder richtig gut, dass sie ein richtig cooles Cover haben, dass das so ein bisschen größeres Format ist. Kostet auch 10 Euro, hat allerdings auch echt viel Text. Also ich glaube, ich habe so viel Zeit gebraucht wie hier für Silent Voice zweimal. Also da steht wirklich viel drin. Ist eine recht lange Geschichte. Mir gefallen die Zeichnungen eigentlich ganz gut. Es ist halt mal ein bisschen was anderes. Sie haben so ein bisschen Katzenköpfe. Aber es ist halt wirklich schön. Ja, also Alex hat dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen hoch gegeben. Ja, und ich würde dem auch nahezu einen Daumen hoch geben. Von daher auf jeden Fall auch hier wieder eine Empfehlung an alle, an euch. Lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Rezension so fandet und schaltet gerne morgen wieder ein. Da wartet nämlich Are You Alice auf uns. Das ist eine Manga-Reihe, wo ich schon, glaube ich, das komplette Set zu Hause habe, aber noch nie reingeguckt habe. Das ist also auf jeden Fall wichtig, dass das jetzt von meiner Pile of Shame kommt. Und genau, das ist er. Danke. Und ja, dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen. Tschüssi!